Bitch. Straight aus der Schweiz, zwischen den Welten schwimmend, soundtechnisch und sprachlich. Heute mal auf Deutsch bei mir im Interview. Ich freue mich sehr, Pronto, herzlich willkommen. Wie geht's dir? Dankeschön. Ich habe gehört, du bringst ein Album raus. Yes. Lunovi am 25.11. Genau. Lange hat es gedauert, Alter, was Albums angeht, weil dein letztes und dein einziges bisher kam 2018, glaube ich. Europe. Was hat so lange gedauert? 4 Jahre, Alter. Ich glaube, ich bin einfach nicht der Project-Typ, so ein bisschen. Und jetzt hat aber vieles zusammengespielt und ich hatte genügend Zeit auch durch die letzten 2 Jahre. Ja. Und ja, jetzt hat sich das ergeben. Ich bin happy. Ich finde es interessant, dass du sagst, du hast viel Zeit letzten 2 Jahre, weil du hast extrem viele Singles gedroppt. Das fällt auf, wenn man so die letzten 2 Jahre von dir sich anguckt. Aber kaum bis gar keine Interviews gegeben. Also vor 2, 3 Jahren war viel, du hast viel erzählt, viele Leute haben mit dir gesprochen und dann plötzlich ist so ein Cut und plötzlich hört man nur noch Musik von dir. Ja. Wie kannst du das selber irgendwie rückwirkend beschreiben, warum die Phase so war? Ich war halt einfach fokussiert auch auf meine Sachen und man kennt's, man hat ja sein Privatleben und so und ein bisschen offscreen. Ich habe das genossen, ja. Ein bisschen einfach für mich Musik und ein bisschen Fokus auf das einfach. Mhm. So auf die Musik und auf mich. Ja. Ja. Ich glaube, wir haben uns das erste Mal 2018, 17 oder 18 beim Frauenfeld gesehen. 17. Wahrscheinlich 17, ja. Schon. Ja. Und ich wusste jedes Jahr, wenn ich zum Frauenfeld gefahren bin, ey, sowieso Wohlfühle, Oase, Hip-Hop im Sommer, für mich ist immer Frauenfeld. Ja. Der schönste Moment so im Sommer. Wusste ich immer, pronto werde ich da treffen. Ja. Ist immer da am Start. Ja. 2019 hattest du, glaube ich, dein erstes Booking auch da. So genau, richtig, ne? genau. Sommer 19. Ja. Frauenfeld, immer lit, immer doof. Ich habe mich immer gefreut, wenn wir uns getroffen haben. Ja, immer witzig, diese Backstage. Immer, Und ich wusste von Tag 1 war bei dir irgendwie klar, was ich auch am Anfang gesagt habe, dass du so krass zwischen Soundwelten schwimmst. Mal machst du Trap, mal machst du Afrobeats. Dann die letzten Jahre war viel so Afrobeats, Dancehall-Stuff. Ja. Was würdest du sagen auf dem neuen Projekt, wo geht da die Reise soundtechnisch hin? Auf jeden Fall mehr, also Hip-Hop, mehr Trap, mehr Rap. Ja. Es hat ein Song, der ein bisschen das Afro auch anstreicht, aber schon ja mehr Rap und ist aber melodiös, ziemlich, weißt du, vibey und ich bin gespannt, wie die Leute reagieren. Wie war die Produktionsphase? Weil wenn du sagst, du warst vielleicht die letzten 2 Jahre nicht so der Projekttyp und du hast halt extrem viele Singles released. Und bei Singles ist es natürlich auch ein bisschen einfacher, mal den Sound zu fahren und mal den Sound. Ja. Hast du dir beim Projekt jetzt von Anfang an sozusagen eine Linie gesetzt und gesagt, ey, okay, ich setze mich jetzt auf ein Album so und das muss auch so klingen? Oder wie war die Reise? Am Anfang schon. Also ich bin mit dem Gedanken so an die Sache rangegangen, aber dann ist eben diese lange Zeitspanne. Man wechselt aus und dann hat man mal diese, weißt du, mal diesen und mal diesen. Ja. Und jetzt hat es aber schön ergeben. Ich glaube, es hat so ein bisschen so breit gefächert und hat für jeden was drauf. Es hat was Turn-up und es hat vieles auch, weißt du. Ja. Nicht sentimental, aber so for the soul, für den Vibe und so. Und das hat sich von selbst zusammengesetzt. Ah, geil. Ja. Ich habe gestern gesehen, jetzt wo du in Berlin bist, du hast zum Beispiel bei Jumper warst du auch. Ja. Im Studio hast du mit Jumper ein bisschen was gemacht. Ja, Mann. Kannst du ein bisschen erzählen, wer so produzententechnisch, was da so passiert ist auf deiner Platte? Also das meiste ist von mir. Ich habe so 80% ist von mir und dann habe ich 2 Beats von Young Mozart, der auch für Future und der diese Amis produziert, ist ein Junge aus der Schweiz, aus Zürich. Ja. Und ja, ein Homie von mir, Telly Too Fast, der hat noch ein paar Samples und aber das meiste ist von mir. Krass, Mann, sehr geil. Ja. Das gibt natürlich nochmal eine weitere so Kontrollfacette, dass das alles aus deiner Feder kommt. Nicht nur so die Vocals und alles, sondern dass du auch alles, 80% ist krass. Ich glaube, kaum Leute heutzutage releasen Projekte, wo die 80% auch noch selber produziert haben. Das ist schon eine Ansage. Ja. Ja. Ja, okay, wenn du das sagst. Das ist schon sehr, sehr stark. Ja, Mann. So. Kannst du ein bisschen was über Feature-Gäste erzählen? Ja, ich habe jetzt auf Lunovi habe ich 2 Features. Der eine ist mein Cousin. Den kennen noch nicht so viele, aber viele kennen. Auf jeden Fall, der ist krass talentiert. Und das zweite Feature ist Guillaume Ave, das ist auch einer aus der Schweiz. Also ich habe nur diese 2. Ja. Ist einer aus der Schweiz, ein guter Freund auch. Der ist sehr auf Trap und
ist auch ein Banger mit ihm. Also ich freue mich drauf. Es ist Familie, ja. die zwei Jungs. Und es ist wirklich so ein Projekt. Es ist von mir, von uns. Und ja, Family-Thing. Yeah. Mhm. Das, dein Netzwerk auch nach Deutschland hin, aber generell europäisch, ist ja sehr, sehr krass gewachsen die letzten Jahre. Du hattest auch Tracks jetzt gerade für Deutschrap-Fans mit Trettmann, Enno, Capo, also richtig krasse High-Roller im Deutschrap. Wie kommst du also für dein eigenes Projekt? Weil der Kontakt ist da, ist wahrscheinlich die Nummer ist sowieso schon eingespeichert, dass du auch für dein Projekt so sagst, für dein Album, das ist schon sehr familiär, wie du gerade gesagt hast. Guter Freund, Cousin, sowieso Schweiz, auch alles. Ich sag dir ehrlich, ich bin nicht so der Stratege und ich bin das gar nicht so angegangen, dass, weißt du, dass ich gedacht habe, ich hol mir, ich frag mal und probiere mal und so. Ja. Sondern ich habe einfach die Musik gemacht und am Ende wassert das einfach. Also weißt du, ich überlege wirklich nicht so in Zahlen und was ist gut und funktioniert. Ja, War einfach natürlich, dass dieses genau so, ja. Ich bin halt dann, ich habe einen Song und ich höre den drauf und denk nicht so weit und was. Aber auf jeden Fall ist dope und vielleicht auf den nächsten. Na, ja. No, yeah. Safe. Ach, du. Der Titel, Luno V, ja. Über den hast du noch nicht gesprochen. Also nicht, dass ich es gesehen habe. Für mich ist der komplett neu und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich damit anfangen soll. Kannst du ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen, was der bedeutet, was man davon erwarten kann auch? Luno V ist abgeleitet von Mond, von sphärisch. Also es ist wie mein eigenes Universum, mein eigener Platz, mein eigener Space. Und damit meine ich halt mehr so meine Wohlfühlzone und die Orte, wo ich mich frei fühlen kann und ich selbst sein kann. Und, und ja, das Luno V. Meistens ist das Musik und daher war das für mich so nah, weißt du, dass deine Wohlfühlzone ist, ist die Musik und die Welt, die du eintauchst, wenn du Musik machst und so. Ja, das Luno V. Ich finde es eh total, total crazy so, weil in den letzten Jahren super viele Leute aus der Schweiz, Artists, erfolgreich wurden, auch über die Grenzen der Schweiz hinaus, in Deutschland extrem erfolgreich. Loredana, Monet, so die zwei vielleicht Namen, die man am ehesten kennt. Die aber natürlich beide auf Deutsch ihre Musik machen, in erster Linie. Du bist immer diesem Schweizerdeutsch, der Mundart, so treu geblieben. Und ein bisschen hat mich das erinnert, ehrlich gesagt, an Bad Bunny. Der macht natürlich auf, ne, von Puerto Rico aus, der lebt auch immer noch da, macht immer noch auf Spanisch seine Mucke. Und der wurde mal im Interview auch gefragt, warum machst du nicht auf Englisch auch ein bisschen so für den amerikanischen Markt? Und er meinte, er findet diese Frage eigentlich fast respektlos so, weil es ist seine Kultur, seine Mucke, seine Sprache und so weiter. Und wenn Drake auf seinen Song kommt, muss Drake Spanisch rappen und singen, weißt du, als, anstatt dass er Englisch singt. Deswegen frage ich dich nicht, warum du nicht auf Deutsch deine Mucke machst, weil das ist selbstverständlich, sondern eher, was gibt dir das, dass du auf dem Level, wo du bist, immer weiter auch dir treu bleiben kannst, deiner Sprache und dem, wo du herkommst und dich so wirklich, also bei dir sehe ich so, dass so kein Prozent irgendwie verstellen, so dass man sagt, ey, ich rappe Schweizerdeutsch, ich singe Schweizerdeutsch, es vibet, egal auf welchem Rhythmus, auf welchem Sound, ich ziehe das durch, das ist schon krass. Ja, hat damit zu tun, also ich habe ja mal auch probiert und mal so und, aber ich finde, es ist meine Muttersprache und die Sprache, in der ich träume und in der ich überlege und nachdenke und so. Und das hat das ist ein Teil von mir und ich glaube, das ist einfach auch die Sprache, in der ich mich am besten ausdrücken kann. Und deswegen war es jetzt nicht irgendwann ein Gedanke, ah, ich wechsle oder ich probiere mal wieder oder ja, es ist meine Muttersprache, muss so. Ist eigentlich simpel. So. Ja, aber voll schön, dass du, weil das ist genau das, was du gerade auch bei den Features gesagt hast. Ja. So, ich bin eigentlich kein Stratege, ich mache das, was sich halt natürlich anfühlt. Ja. Ist genauso wahrscheinlich, wird dir jeder oder hat dir jeder geraten die letzten 5 Jahre, Bruder, mach mal ein bisschen Deutsch, so versuch doch mal. Aber wenn es halt nicht natürlich kommt, dann ist es irgendwie umso schöner, dass du das so durchziehst. Also ich habe es auch schon probiert. So. Mhm. Ich habe schon Tracks aufgenommen und zweimal probiert, auf jeden Fall was aufzunehmen. Und es geht auch, aber es hat wirklich nicht die Sprache, die ich benutze um mich. Und es fühlt sich auch fremd an ein bisschen so. Ja. Und ich bin halt Schweizer und go for the Swiss German. Und das ist meine... Und auf der anderen Seite ist halt auch,
ich finde jetzt viele, die mich kennen und aus der Schweiz, die meine Musik hören und auch aus Deutschland, so ist ja eine Identitätsfrage. Und auch die in der Schweiz sind extrem viel auch stolz, dass einer auf Schweizerdeutsch geht und macht. Und, und dann, wenn ich mal mit jemandem arbeiten kann, der hat Top Range ist und ich das auf Schweizerdeutsch mache, sind da auch viele stolz. Und ja, das will ich auch beibehalten. Ne? Ja. Das ist auch krass, weil ich glaube, wenn du viele Deutsche fragst, die würden eher sagen, ah, Schweizerdeutsch klingt für uns nicht so sexy für Musik. Aber ich finde, du kriegst das so krass hin. Also du zeigst eigentlich, dass es darum geht, so wie man auch mit der Sprache umgeht. Weil so wie du Schweizerdeutsch nutzt und aussprichst und auf Beats packst und damit jonglierst, klingt das direkt anders. Ist so ein bisschen so dieser Haftbefehl-Moment, wo man so als Haft kam und auf Deutsch sozusagen gerappt hat, aber auf seinem Deutsch, war man so, ah, okay, das geht auch so. Und das ist halt Musik, du kannst Wörter auch drehen und wenden und ziehen und so, weißt du? Und das ist irgendwie schön, dass du zeigst, dass es mit der Sprache halt auch natürlich geht, so. Style-Bender. Voll. Übertrieben. Ja, man, nee, das schätze ich sehr. Das, keine Ahnung, also es ist für mich ist auch so, dass viele Leute auch in der Schweiz nicht alles verstehen, was ich sage. Ja, safe. Kennen wir, ne? Und, aber trotzdem, meine Leute, mein Kreis, mein Umfeld, die verstehen, was ich meine. Und das hat, jeder spricht ein bisschen anders, hat ein bisschen andere Verzweigungen und so. Deswegen, das ist geil. Wenn man sich die Features anguckt, die letzten Jahre von dir, dann fällt einem echt auf, das habe ich auch am Anfang gesagt, nicht nur, dass du schwimmst zwischen den Styles, sondern irgendwo auch zwischen den Sprachen, weil du hast aus Albanien Features, aus Italien mit Guay hast du Sachen gemacht, mit deutschen Leuten, mit Schweizern. Ja. Du kommst aus Solothurn, das ist jetzt nicht ganz im Dreiländereck, aber irgendwie ist natürlich die Schweiz als solches immer so ein Hybrid aus 3-4 verschiedenen Kulturen, so das Deutsche, das Französische, Italienische und so weiter. Was würdest du sagen, wo kommt das bei dir her, dass du so krass auch Energie holst aus Features und Zusammenarbeit mit anderen? Weil das ist so ein roter Faden, finde ich, der sich durch deine Karriere zieht, wo man sieht, okay, der hat richtig Bock, so mit anderen Leuten auch diese Energien im Studio auszutauschen, oder? Unity. Also ich glaube, wie gesagt, ich habe mir immer gedacht, wenn Europa mehr kollaboriert und was ja auch passiert ist, verschmelzt ja alles. Oder? Safe, ja, sehr. Und ich meine, wir hören alle, ich weiß nicht, ob du Französisch redest, ich hoffe. Aber ich höre trotzdem dann die Mucke, weißt du? Genau, das ist ja das. Und ich glaube, das verschmilzt und kombiniert sich immer wie mehr und das finde ich halt geil. So, ich höre auch italienische Musik und ich verstehe kein Wort. Ist trotzdem geil. Ich höre Französisch und viele hören Englisch, die verstehen das gar nicht. Auch wahr. Und deswegen, so finde ich, da gibt es gar keine Grenzen und es ist halt viel geiler, wenn man da connected und mehr arbeitet zusammen und so. Und es ist für jeden auch wieder neue Hörer, wieder neue Leute, die du erreichst. Und so. Und, auch andere Mentalitäten und das ist geil. Voll, man tauscht ja so viel mehr aus als nur einen Song, sondern wenn man mit den Leuten hängt oder in Kontakt ist, so man lernt so viele andere Dinge auch über die Musik hinaus. Genau. Wie war das mit, also jetzt haben wir natürlich über Europa gesprochen, aber du mit deinen ghanaischen Wurzeln, du warst ja auch viel in Afrika unterwegs, du hast auch zum Beispiel mit CK und so aus Nigeria, mit Leuten, die über Europa hinaus auch viel Musik gemacht. Was waren das für Einflüsse, die dir jetzt vielleicht auch, wenn du so aufs Album guckst, wo du sagst so, ey, das und das ist irgendwie auch daher gekommen, dass mein Horizont noch weiter offen wurde? Also man lässt sich ja inspirieren, überall, links, rechts, oben, unten und aus Afrika, weil jetzt nicht so viel Afro auf dem Album ist, war jetzt nicht so viel. Das ist halt in mir und um mich herum immer präsent. Deswegen, aber ist jetzt speziell auf dem Album, ist jetzt nicht so viel Einfluss von Afrika drauf, aber allgemein, also immer wenn du noch nie warst, empfehle ich es dir herzlich. Ja. Immer wenn ich in Ghana bin oder in Afrika allgemein, so die Energien und die Energy, die du aufsaugst und in dir mitnimmst und dann ins Studio transportierst, das ist was anderes. Also auch der Ehrgeiz, wenn du siehst, weißt du, wenn du alles das siehst, wie die Leute da strugglen und aber auch was Schönes entsteht daraus und das ist alles Zeug, was du mitnimmst und unterbewusst und und dann in Musik verwandelst und ist ein bisschen das. Auch mit den Features und den Connections einfach so.
Was waren so die schönsten Orte oder die schönsten Erinnerungen? Weil du hast auch einmal zumindest auch mal richtig lange Zeit da verbracht, ne? Warst 6-7 Monate auch in Ghana, glaube ich, unterwegs. Genau, ja, genau. Was sind so die Orte, die dir am meisten in Erinnerung geblieben sind, deine Lieblingsorte, wo du sagst, ey, wenn ich daran allein schon denke, so mein Herz schlägt? Ja, das auf jeden Fall sind die kleinen Spots, die kleinen Bars, wo du einfach sitzt ein paar Stunden mit ein paar Freunden, was trinkst und einfach zuguckst, Musik hörst und chillst, so die einfachen Sachen. So. Mhm. Das auf jeden Fall, und dann in Ghana speziell Kokoro Biti heißt das. Das ist so ein kleiner Ort außerhalb, ist am Strand, Bungalows, und da chillt man halt einfach. Es gibt nicht viel zu tun und ja, ist ruhig, so. Aber du chillst einfach, spielst ein bisschen Fußball am Strand, ja, mit den Kids und so. Ja. Also das sind die Orte, ja, auf jeden Fall. Voll geil, richtig schön. Hast du schon, wann warst du das letzte Mal da? Diesen Januar war ich. Ah, echt? Ja, okay. 22. Schön, Mann. Und ich gehe jetzt im Januar wieder. Geil. Und ja, ist booming. Oh, crazy. Dezember, geil. Januar ist top. Ey, viel Spaß, Alter. Danke. Krass, ja, hört sich super an. Hast du tourmäßig schon was geplant? Wir waren jetzt auf Tour, ja, in der Schweiz einfach, mhm, und jetzt haben wir noch ein paar Clubshows in Deutschland. Wir sind, mhm, noch in Leipzig, in Stuttgart, in München und in Berlin im Dezember. Ah, geil. Und du reißt hier noch die Clubs ab, bevor du nach Ghana fliegst. Ja, genau. Stark. Genau, genau, ja. Ey, Pronto, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für diese Platte, die du gemacht hast. Luno V, 25.11. Yes. Zieht euch das rein, Alter. Pronto, ey, Killer. Freut mich immer wieder, dich zu sehen. Ja? Blessing, Bro. Danke dir. One love. Mach's gut. Danke dir.